Moin, Digga, ein Schlitt hier. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Secret Hitler. Heute in einer Ich-vergesse-Termine oder Ich-bin-krank-im-Termin-Show. Ja, wir sind heute 6 Leute. Wir spielen zum allerersten Mal allerdings mit 6 Leuten. Was wiederum dafür das bedeutet, dass wir ein anderes Board hier haben, was vielleicht ein anderes Spiel werden könnte für uns alle, das wir noch nicht kennen. Ja, deswegen schauen wir uns das mal genau an. Es spielt ein Faschist und ein Hitler gegen 4 Liberale. Und mal gucken, ob das gut funktioniert oder nicht gut funktioniert. Ich zeige kurz einmal meine Rolle und zwar jetzt. Ah, krass. Also du bist mein Kollege. Und jetzt Kollege, ist sie auch wieder weg. Und wir würfeln, wer anfängt. Also das Neue auf dieser Faschistenkarte ist, dass nach bei der dritten roten Karte... Peter. War ein guter Wurf. Sehr gut. War ein richtig starker Wurf. Warte, ich misch das mal hier sicherheitshalber. Warum sind denn die Symbole bei den blauen Karten auch alle weg? Die hatten da auch nicht was zu sagen, oder? Die hat nur, nee. Da waren die Symbole. Es gibt nur ein blaues Board. Genau, ja. Also, Jay hat keine blauen Boards gelöscht. Warum bei weniger Faschisten die Faschisten weniger Kram machen können. Ich glaube, es ist weniger mächtig sozusagen. Also ich finde, diese 3 Karten sich angucken, ist auf jeden Fall interessant. Das ist die neue Fähigkeit, die bei der dritten Karte kommt. Die obersten 3 Karten darf sich der Präsident dann anschauen. Man muss ja auch sagen, ich dachte, wir machen mal jetzt eben die 5. Liberalen. Man muss ja auch sagen, dass die ersten Sachen nicht unbedingt Sachen für Faschisten sind. Ja. Also hier kann, das ist das ja wirklich Problem nur ist, wenn ich das gerade so sehe, warte mal, Peter fängt an, ja? Ja. Also die ersten beiden waren ja eh schon raus, wie wir mal festgestellt haben, und die letzten beiden auch. Also eigentlich spielen nur ich und Sepp. Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Also ich finde, Jay hat gerade gesagt, wir kommen gar nicht bis da, sondern wir machen einfach die blaue Line Beginnen voll. Und deswegen würde ich den auch direkt nicht zu meinem Kanzler machen. Und das war es schon wieder. Ja. Ja. Perfekte Entscheidung. Moment. Mal, Jonathan würfelt Leute, immer nach hinten. Wir haben immer nach hinten. Also die haben das gepatcht. Dass die Karten nicht mehr komplett im Weg stehen, sondern man die jetzt immer hochkommt. Stimmt. Also wir haben noch nie nach hinten gewählt. Immer nach hinten. Ich erinnere mich auch nicht dran. Dalu Faschu, confirmed. Das ist das erste Mal bei 6 Spielern, dass wir das machen. Ich sehe das nicht. Du musst die Augen aufmachen, ne? Ja, du musst die umdrehen. Ich sehe alle eure Karten. Okay, wir lieben alle. Ja, Peter, also du siehst alle unsere Karten nicht. Abgelehnt. Du hast sie rausgelegt sogar. Ja, aber die sind bei mir unsichtbar trotzdem. Aber wenn ich drüber gehe, kann ich sie umdrehen. Darf ich umdrehen jetzt schon? Ja. Und jetzt sehe ich sie wieder nicht. Jetzt müsst ihr mir sagen, was passiert ist. Join noch einmal neu rein. Du hast ja gewählt, Peter. Chris hat gegen dich gestimmt. Join noch einmal, ja. Oder gegen Jay. Join noch einmal neu rein. Siehst du gleich auch die Karten nicht, die irgendwo da sonst wo liegen. Ich habe gegen Jay gestimmt, Mikkel. Ja, also du hast gegen Peters Vorschlag gestimmt. Wenn man sich so dreht. Nee, ich habe gegen Jay gestimmt. Gegen das, was Peter vorgeschlagen hat. Aber das ist ja mein Vorschlag. Wenn man sich so dreht, dass man da sitzen würde, wo Peter ist, steht da Hitler in seinem Feld. Hier oben rechts. Und klappt es, Peter? Wo ist die Ja-Karte? Bei dir in deinem... Nimm die. Ach, fuck you, Alter. Hier, funktioniert das jetzt? Ja, funktioniert jetzt. Sehr gut. Okay, ist jetzt das angenommen worden? Ja, Christian war der Einzige, der dagegen Christian, war. Christian hasst uns. Ja, okay. Nee, Jay war der Einzige, der sich darüber gefreut hat, dass der Fascho ist. Ja, ich würde gerne Fascho. Ich mag Fascho. Möchte mit Faschisten nichts zu tun haben. So. Jetzt schon irgendwie eine schöne Atmosphäre in dieser Folge. Ja, weißt du, ich dachte, es wird so ein richtig entspannter Tag. Vor allem haben wir auch noch die Nasalen bei uns hier mit Peter und Mikkel. Vielleicht stecken die ja unter einer Decke. Die Nasalen, das ist jetzt die dritte Fraktion bei Secret Hitler. Ja. Und was passiert da jetzt? Macht das groß. Ganz gut. Jay muss sich nochmal umentscheiden. Ja, ich muss mich auf jeden Fall nochmal umentscheiden. Er hat doch die rote weggelegt und nicht die blaue. Ah! Möchte mal kurz festhalten, dass ich der erste und einzige war, der mit Nein gestimmt hat. Ja, Christian, ich bin ja ganz bei dir. Ja. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr auf das Spiel. Das ist immer das Gleiche. Das ist 0,0 damit zu tun, aber Peter, nichts dafür kann.
Am Anfang kann man sicher erlauben, ne? Peter, ja, aber jetzt nee. Weiß Jay wenigstens, dass du sein Kollege bist. Also dann ich werde jetzt die ganze Zeit diesen Kackstreifen noch irgendwo links am T-Shirt haben, das ganze Spiel über. Und ihr werdet ihn immer riechen aus der Ferne und mich drauf ansprechen. Hoffe, und ich habe jetzt wirklich jetzt schon keinen Bock mehr, aber ich kann zumindest Peter, sagen... Peter, wir müssen uns jetzt einfach nur Jay, noch einen suchen, ja? Dann haben wir den auf unserer Seite, damit wir wieder mitwählen dürfen. Dann haben wir damit drei ihr Fascho drei. Seid, ja. Nur zu Protokoll sicherheitshalber, ne? Ich habe drei rote gezogen und Jay natürlich. Hat zwei Ach rote so, bekommen. Ich hatte aber deswegen zwei hat Jay auch nochmal zurückgeholt, um zu gucken, was er ablegt. Genau. Ich hätte noch eine Frage. Auf dem roten Board bei den Faschisten steht ja The President examines the top three cards. Von welchem Stapel? Davon. Policy. Von dem Stapel, würde ich sagen. Okay. Ja. Also ja, du auch Policy, Jeff. Ja, stimmt. Das wär viel zu OP, glaube ich. Das wäre echt krass. Ich glaube aber, das könnte aber wär, doch sogar sein, dass es darum geht, weil ja, zu dem vielleicht. Zeitpunkt ist das schon die dritte Runde. Das heißt, es liegen ja schon drei Karten. Ja, aber er selber hat doch die Karten weggelegt und das wäre total dumm, macht oder? Macht gar keinen Sinn, ja, richtig. Der sieht seine eigenen Karten im genau. Zweifel. Und er sieht die Karte, die der Kollege, also der Kanzler dann... Licht, ja, also er sieht die Karte, die der Kanzler abgelegt hat. Ja, und Licht. Er selber. Peter, du darfst umdrehen. Peter, wir haben alle umgedreht. Ja, ich bin gerade in meinem Notebook am Lesen. Das ist doch total logisch. Peter, steht da eine Nachricht von Peter, Sexy sehr gut. Hitler? Der Faschist hat mehr Stimmen bekommen schnell. Als Jay. Die ja, hin. Aber vielleicht werdet ihr ja auch hier wie Faschisten agieren. Das kann ich, da sind jetzt so viele, ich habe alle Roten schon rausgezogen. Ja, ist klar, alle. Peter, ist klar. Das ist Jay, Penner, glaubt ihr nicht mehr, dein Kollege. Ja. Oh, nein, Peter, du hast noch jemanden den, verloren. Nicht dran ist, du hast noch jemanden verloren, Rote, du bist alleine. Ich finde es sehr rücksichtsvoll, dass Dalu die Karte nicht übers komplette Board gibt. The President secretly looks at the top three cards in the policy deck and then returns them to the top of the deck. Ja, das ist ja hilfreich. Ja, okay, aber das müsste das Policy Deck sein, das ist der Ablagestapel. Genau. Ja, stimmt, ja, wahrscheinlich. Nee, das ist der Draw Pile und dann ist der Discard. Was ist jetzt passiert eigentlich? Ja, wir haben eine blaue, das ist schön. Ja, also ja, das war gut. Da freue ich mich hier in dem Spiel mehr als in Mario. Mikkel hatte die Wahl. Mikkel hatte die Wahl. Und eine rote weggeworfen. Eine blaue liegt weg. Tja, nein. Das ist jetzt natürlich also zwei blaue gezogen. Ja. Das ist jetzt natürlich richtig geil für Christian. Entweder ja, ich nehme jetzt entweder Sebastian, entweder nehme ich jetzt Sebastian, der als nächstes dran ist, oder ich nehme einen aus der roten Fraktion. Aus der roten Fraktion. Du hast, Moment, ja, ich muss das festhalten. Dalu hat zwei blaue gezogen. Zwei ja, und blaue ja. gezogen. Das heißt, das macht es wahrscheinlich ja, und dass hat ich davor auch drei easy rote weggelegt. Hatte. Ich hätte vielleicht Sepp, ist wenn Dalu ich, auch nur dein Mate. Selbst ich hätte auch einfach lügen können und sagen, hier zwei rote und eine blaue. Ja, gut, aber also wenn das hätte ich ja gemacht. Achso, nee, dann hätte er nicht mit Sepp eine. Er hat einfach seinen Körper eine rote abgelegt. Nimm mal also Peter in die Scheiße reiben, ja, ne? Ich glaube auch. Dann haben wir nachher so drei Zweierteams, die uns halt zusammenarbeiten. Das macht mich doch eigentlich. Ja, ich glaube nicht, dass Jay in meinem Zweierteam ist. Ey, es ist wirklich so viel nee, so das glaube ich auch, Peter. Naja, wählt ja, er denn jetzt nach vorne oder wählt er nach wir hinten? Wir wissen halt noch nichts. Ja, ja, gucken wir mal, was ich die nehmen. Gucken wir mal, was Peter die nehmen. Oder dich nehmen nee, können. Nicht. Wahrscheinlich sogar ach. Eher Jay, aber... Also Peter ist genommen. Braun. Guck mal, wie groß er auch seinen Kasten gemacht ja. hat. Ja, Peter hat den größten Kasten gemacht. Nee, stopp, nicht, Mikkel hat den größten. Ja, der Mikkel ist aber schief. Nehmen wir ganz, also... Ich wollte nicht gerade werden bei mir. Scheiße, hatten wir jetzt ja, ne? Ja, einstimmig sogar. Einstimmig. Im Gegensatz zu dir. Nee, alle haben gewählt. Ja, aber eigentlich ist weniger Einstimmigkeit ja sogar besser aus der Perspektive ja, der leider. Liberalen. Ist dem so. Also aus der nicht, Perspektive nicht sind bei uns, die liberalste Team gefehlt. Aber es gab noch nicht zwei Leute, die dagegen gestimmt haben, sondern wenn dann nur einer ein. Warum sollte kein Fascho wird irgendwo gegenstimmen? Oh, natürlich kann er doch mal. Na, niemand hat Bock auf den Stress hier. Easy. Ja, das ist ja okay, ganz geil okay. eigentlich. Also easy. Kann von mir aus so weitergehen. Vielleicht bleibe ich einfach out Christian, of the game. Was hast du abgelegt? Zweimal rot, einmal blau habe ich gezogen. Das ist gut. Du musst nur eine ablegen, ne? Ja, Sepp hatte die Wahl. Ich hab die Wahl gehabt. Aber das ist ja interessant, halt zu wissen für die blauen Statistiken. Heißt, wir haben offiziell, laut offiziellen drei Angaben, weg. Drei blaue bislang in the ja. game gehabt.
Okay, ja. Von 6. Plus die, die Peter uns verheimlicht, müssen wir. Nein, verheimliche keine. Also nur, ich bin liberal. Haben, ja. Das heißt, zwei Rote, also zwei ich Faschisten, sind liberal. Gerade an Blauen beteiligt gewesen. Das finde ich ganz geil. Das heißt. Wait. Das heißt, du hast sowieso nichts zu melden. Ja, Dalu hat eh Blau gezogen. Also ist Dalu jetzt Präsident? Moment. Also, muss das mal andersrum gehen. Also erstmal möchte ich kurz sagen, dass ich die Wahl nicht gut finde. Warum das denn nicht, Dalu? Prozentual sieht es nicht gut für mich aus. Meinst du, Sim könnte... Nee, das nicht, aber rein Chance. Die Chance könnte jetzt sehr hoch sein, dass er ein bisschen rote kommt. Ja, das ist richtig. Ja, wenn das passiert, dann seid ihr Faschist, das wisst ihr. Ja, genau, deswegen will Mikkel. Nee, Mikkel will ich nicht. Also, das Problem bei mir und Christian habe ich auch schon gesehen, aber gut, das ist zumindest... Warum kannst du den Argo entschieden, Sepp? Weil du auf der halbdunklen Seite stehst und Jay leider mit in den Sumpf gezogen hast und Dalu als... Ja, weiß ich, ich krieg zwei Rode und bin Dalu schon direkt nicht, aus dem Spiel Dalu raus, Dalu hat nicht gelogen, Wichser. Dalu hat sehr sinnvoll argumentiert, da der auch hätte verschweigen können, die blaue wegzulegen. Das fand ich sehr liberal oder er hat damit versucht, Peter zu schützen. Schwächen. Auch aber auch dann nicht erleben können. Aber nicht schwächen, er hat ihn geschützt. Aber er redet ja trotzdem gegen Peter, oder? Wenn Dalu und ich die Faschos wären, warum hätte ich dann bei Sepp gerade nachgefragt, warum er sich überhaupt für Dalu entschieden hätte? Dann hätte ich doch gar nicht diese forschen Nachfragen gestellt. Deine Krankheit macht dich Gedanken, Peter. Smart. Aber ist auch nicht schlecht, Peter. Ja, stimmt. Haben wir gut gemacht. Die glauben uns. Dalu, du willst nicht, wir oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, doch, einer muss ja. Also, okay. Einer muss ja jetzt gewählt werden. Boah, ich hab echt Sorge, hat sich Merkel das letzte Mal gesagt. Sind, ne? Peter, jetzt komm. Jetzt kommt er. Peter, wenn halt ich meine, wir suchen sind, ja nur zwei. Das ist halt Peter, das kannst du bei jedem sagen, wenn euch die beiden sind, Mensch. Ja, das ist richtig. Ich möchte auch haben nur Jay und ich eine rote gelegt. Ich glaube auch. Ich wollte gerade sagen, Dalu und Sepp sind bisher noch an dem Blauen beteiligt. Also. Das stimmt wohl. Ja, aber Dalu hatte auch nicht viel Wahl. Ich hätte nicht mal Macht. Wenn er zwei Blaue hatte, hatte der ziemlich die Wahl, oder? Ja, er hätte mit Mikkel was tricksen können. Er hätte das können. Doch einfach nicht sagen ja, müssen. Ja, aber wenn er der Hitler ist, dann weiß er ja nicht, wer sein Freund ist. Naja, aber ich hätte ja nicht sagen müssen, dass er eine Blaue weggelegt hat. Ja. Er hätte sagen können, er hat eine Rote weggelegt. Ja. Das ist richtig. Okay, gucken wir also, jetzt. Also Dalu ist für mich schon relativ safe, liberal. Aber das Türkise da hinten das nicht. Will er dich glauben machen. Naja. Mikkel, wenn ich liberal bin, bist du Pascha, das weiß ich. Oh, das ist interessant. Jonathan das ist eine Bauernregel. Ne? Dann du hast mich nicht als Kanzler gewählt. Das muss dein Mikkel Pascha sein. Ich würde mich auch gerne redeemen. Das stimmt nicht, aber du bist doch gleich dran. Kannst du dich erst als Präsident Ich bin ja gleich dran, du wurdest gerade von Christian erwählt. Was ich übrigens nicht gut fand. Aber bislang war es zumindest... Aha, also möchtest du die blaue wieder zurücknehmen oder fandst du nicht gut, dass da eine blaue liegt? Find ich okay. Wir schauen mal nach. Wenn ihr jetzt eine blaue liegt, dann halte ich die Fresse und werde nicht mehr gegen die shooten. Oh, das wäre sowas auch. Schönes, wenn Jay mal die Fresse hält. Also jetzt kommt auf Mikkel, jeden Fall... Du weißt schon, der jetzt... Ruhe! Aber ich hatte keine Wahl. Mikkel, du weißt schon, der jetzt im Kreuzfeuer von mir steht, ne? Wenn Sebastian safe dann sind jetzt keine mehr drin. Ja. Dann heißt, da ist nur noch eine drin, oder? Warte mal, Moment, Sepp, warum hast du gesagt, da ist jetzt keine mehr drin? Hattest du drei blaue? Nein, ich hatte zwei. Zwei, warte mal. Aber es ist ja eine Karte mehr als... du Karten hast, oder? Ja, stimmt. Dann heißt, eine ist noch drin, oder? Ja, perfekt. Eine in fünf, ey. Sepp hat aber direkt gesagt, da ist... Ja, Dalu, ich hab mich auf jeden Fall zwei gegeben, Peter. Damit hier auch eine blaue kommt. Okay, ich tendiere wirklich zwischen Jay und Peter, weil die sind schon im Sumpf quasi. Ja. Und die können wir da jetzt noch weiter reinprügeln, das tut niemandem sonst weh. Das finde ich scheiße. Der hat einen blauen gelegt. Aber ich meine, im Zweifel... Stimmt, Christian hat als Präsi als einziger einen blauen gelegt. Als einziger. Ja. Als einziger, da liegen drei blaue. Wie geht's? Genau, seht drei, die ihr zur Auswahl habt, ihr Dullis. Ja, als einziger. So, wen reiß ich jetzt mit runter? Nimm Peter. Peter ist eh schon ganz braun. Christian ist die liberalste Entscheidung. Also, ich bin dafür, dass du mich wählst. Warum? Weil ich cool bin. Aber Jay ist der Nächste. Das habe ich auch schon. Aber das ergibt ja überhaupt gar keinen Sinn. Aber der ist doch der Nächste. Das macht doch wirklich gar keinen Sinn. Ja, aber das finde ich jetzt immer kein Argument. Du bist doch genauso gerade gewählt. Ja, aber Christian hat doch als Präsi eine Blaue gelegt. Sinn gemacht, ach so, und
Ja, Wicke kann das nicht, oder was? Hä, aber Jay hat doch drei rote von wenn dir ich Kanzler bekommen, bin. Nee, Peter. Das finde ich eine. Ja, aber dadurch hast du doch trotzdem, Jay ist quasi, er konnte nicht anders, aber Christian hat schon was Gutes getan. Nickel, ich bin sowieso abhängig davon, was du als Präsi ziehst. Und der Kanzler, den wir wählen, macht super selten den Move, einfach, wenn du eine blaue und eine rote kriegst, die rote zu legen. Das haben wir weil eigentlich niemand so kann Schauspielern hier. Nimm Christian, der hat für blaue gesorgt. Ja, das ist verdient. Christian, ich frage dich. Wenn du mir jetzt zwei Rote gibst, bin ich dir nicht böse. Ich muss ja mein Ego zurückfahren, aber ich zweifle also natürlich auch gerne mich. 100, wählen, ich würde dein Ego gerne weiter pflegen. Ich will auf gar keinen Fall. Ich sag, da ist keine blaue. Komm, Peter. Nee. Meinst du, Peter hat schon eine eliminiert? Ja, also Peter ist ja schon quasi verbrannte Erde. Also wer auch immer jetzt gewählt wird, kriegt 100%ig rot. Das stimmt also nicht, 100% ist nicht richtig. Doch, ja, dann nimm Peter, der ist eh schon im Arsch. Da sind fünf rote drin. Ich bin ja nicht böse, Mikkel. Ich finde das aber interessant. Du meinst, es wurde noch eine blaue abgelegt? Ja. Ja. Okay. Aber nicht von mir, von wem denn dann? Von Jay. Ne, das kann ich. Und Peter sagt einfach nichts. Ich finde das interessant. Christian, schade, du warst so gut dabei und jetzt legst du rum. Ja, ey. Ich kann, ja, wer soll denn noch eine blaue abgelegt? Ja, also, ich kann nur das sagen, weil der Präsident abgesehen also von ich mir. Habe auf jeden Fall nichts abgelegt, was blau war. Wie Jay einfach nichts mehr sagen wollte. Ich habe nichts gegen Sebastian, weil Sebastian safe liberal ist. Ich dachte, oder du hältst dich jetzt komplett raus. Schade. Ja, gut. Ich musste so einen kleinen Einschub musste ich ja dann vielleicht doch noch bringen. Aber einen nett gemeinten Einschub. Ich finde das insgesamt aber sehr interessant, dadurch, dass es nur zwei Faschos gibt. Und wenn Peter Fascho wäre und Peter ist für Jay und für Christian, dann ist das irgendwie schon mal eigenartig. Ja, einer ist ja auch Peter und weiß nicht, wer sein Kollege ist. Wo ist denn Peter für Jay? Der hat mich einfach drangenommen, weil ich einfach der... Gerade war Peter ja auch in der Auswahl auch für dich. Also für dich Peter war für mich. Nee, ich war gegen Jay. Du musst aber bedenken, was kann ich denn dafür? Achso, ja, das ist richtig. Ey, komm, Peter, jetzt leg endlich eine Scheißkarte. Du warst für Christian, jetzt leg doch endlich mal. Ich wollte hier keine Diskussion unterbrechen. Ich wollte, dass das ausdiskutiert wird, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Also, Peter ist Fascho. Das würde nur ein Schmisskuss. Das ist genau das, was ein Fascho nicht tun würde. Oh Mann. Ich finde das aber trotzdem interessant. Dadurch, dass man nur zwei Faschos alle wollen das wieder. Ja, ja. Ist das sehr lustig. Ja, was wären die Alternativen? Ja, was ist die Alternative? Nein zu drücken. Ja, aber warum? Warum? Keine Christian Ahnung. Christian und Mikkel haben schon eine blaue gelegt. Also ich hätte also an Mikkel dann, dann verschieben wir, dann verschieben wir auch noch die Ausrede, hundertprozentig rot machen zu können auf Jay und Peter. Ja. Wait, eine Sekunde. Ab wann muss gemischt werden? So ab der Sekunde, wo da zwei sind oder nach dem Zug? Ich weiß, das diskutieren wir jedes Mal, aber... Oh nein. Ja, aber Peter, wir haben das Spiel schon 200 Mal gespielt. Langsam müssen wir das doch mal wissen. Warte. Ja, ich vergesse das aber trotzdem. Wobei ich glaube, letztes Mal haben wir das vor 2-3 Monaten gespielt. Ja. Ja, eben, das ist halt immer, das ist so lange Zeit immer check. Dazwischen. Ich hatte mir die irgendwo mal als Textdokument aufgeschrieben, aber wenn ich gerade durchgehe, jetzt finde ich das Textdokument. Naja, mein Textdokument ist nicht schnell, das lädt nicht. Was ja, ja, da. Wie, nee. Das lädt nicht. Das okay, ist dann ist GPO-6-Regel habe ich noch drin, das auch nicht. Die heißen alle neue Textdokument 1, neue Textdokument auch nicht. Oh, das ist das. Hast du es überschrieben? Nein, bitte sag das nicht. Ich glaube, ich habe das überschrieben. Nein! Oh, scheiße. Okay, dann müssen wir uns auf was einigen. Bevor Mikkel die Karte da drauf nicht mischen oder erst nach dem Zug. Immer, oh, immer danach. Ich glaube, bin ich dafür. Ich meine, es war davor. Sonst hätte nie einer, auch. Weil sonst hätte nie einer eingegriffen oder Stopp gerufen. Weil sonst wäre es ja egal. Dann legst du ja alles dahin und mischst dann. Es lagen immer Karten da. Wieso habe ich das überschrieben? Wir haben jetzt schon entschieden. Was habt ihr jetzt entschieden, dass ab der Sekunde, wo da zwei liegen, wird gemischt. Okay. Oh Gott. Alle überschlagen sich jetzt mit den Händen die Köpfe. Ja, alle überschlagen sich mit den Händen. Alle, die Secret Hitler Tryhard-mäßig. Okay, ich muss gerade sagen, Mikkel, nach der ganzen Nummer, ich habe noch keine Karte gesehen, ich bin nur in den Regeln, aber bei Strategy Notes steht, you don't want to be forced into a situation where you have to vote for a fascist ticket. Das ist jetzt irgendwie belastend. So, gucken wir mal. Das wäre jetzt der Twist des Jahrtausends, wenn eine blaue kommt. Das wäre halt tut mir leid. Drei Runden. Ja, habt ihr das hier schon gemischt, by the way? Ja, hab ich. Hä? Ich hatte jetzt zwei Rote. Ja, kann ja nur draufgelegt worden sein. Achso, ja, ist gut. Ja, Mikkel, nice. Mikkel,
und Chris. Gut Job, dass du mich nicht gewählt hast. Ja, es ist, jetzt habe ich das auch noch mit angezogen. Jonathan, jetzt hast du ja selber die Chance, dich zu beweisen. Ja. Nimm ja. Peter. Ja, also, bitte nicht Peter. Ja, ich nehme auf gar keinen Fall nehme ich Peter. Es gibt ja hier einen, der ganz gut dran ist. Ich bin dafür, ja. Du solltest Sebastian nehmen. Dalu. Sehe ich eigentlich auch so. Dalu oder Dalu Sepp aber ist, glaube ich, auch, egal. Aber zumindest Sebastian ist mein noch persönlicher egal. Freund, seitdem er jetzt zwei blaue gelegt hat. So wie? Ja, der Hitler ist ja noch egal. Ja, das ist einfach mal nochmal in die Runde zu werfen. Tut mir leid, Dalu. Ihr seid jetzt, im Endeffekt Sebastian hat das besser gemacht, oder? Klar bin ich dafür. Ich will auch mal jetzt mal kurze Frage. Jetzt mal unter der Theorie, dass Sebastian da eine rote drauflegt. Darf Jay dann die drei Jay checken, darf oder die drei Präsident darf das immer machen. Präsident darf ja auch schießen. Deswegen ja, alleine möchte ich natürlich gerne Präsident sein. Wenn ich jetzt drei rote ziehe, kann ich nicht sehen und Peter gleich wieder cheatet. Weiß nicht, ob ich das so toll finde, wenn der Vogel ja, die was denn? Ich sehe doch gleich dann die blauen, die du weglegst. Und also du bist dir sicher, dass du das siehst, oder? Das ist cheaten. Nee, das sehe ich nicht, dass ich das sicher habe. Sonst bist du da relativ sicher, dass du das kriegen wirst. Da bin ich mir nicht so sicher, ob Peter das kriegt. Nee, Peter kriegt das nicht. Oha. Zwei Nein. Ja, ich will nicht, dass Jay, ja, also gerade Jay, verstehen. Unter den Stapel. Wieso denn gerade Jay? Was hab ich denn gemacht? Was hat Jay denn bisher gemacht? Ja, ohne Scheiß. Nur rot gelegt. Also für mich ist Jay jetzt noch nicht, eigentlich nicht also raus. Also Mikkel, komm. Nur um ihn zu ärgern. Noch nicht. Ah, fuck you all. Ich find's ganz geil, wenn der Aufnehmende unter den also drei Karten gucken kann. Es gibt bei den Karten, die wir aktuell da auf dem Stapel hatten, was waren es, 10 Karten? Die gehen alle raus. Das, die gehen alle drei da blaue. Jeder hat schon damit das abgeschlossen, dass wir jetzt rot kriegen. Also jeder sieht das einfach, als wenn die schon liegt. Dalu, weißt du, ich muss mir die nicht mal angucken. Guck mal, Jay legt die schon so hin. Ich find's gut, dass der aufnimmt. Okay, kann ich jetzt einfach umdrehen? Das sind eh beide rot. Ja, hier sind Würde, das war ein Konjunktiv. Dalu, du bist so ein Polemiker. Hier sind so viele Messages, weißt du, so, ich weiß einfach nicht, wer ist denn jetzt Hitler? Ach, scheiße, oh, was ein Zufall. Mann, ja, ich hatte zwei blaue. Danke, Sepp, dass du Hitler super, bist. Das haben wir uns beide bemerkt. Was? Also, ja, Mikkel, er labert halt scheiße. Mit den Gag drei rote. Also, ja, also ich jetzt ist so langsam Jay für mich wirklich raus. Ja, aber ja, warum habt ihr ihm überhaupt noch eine zweite Chance gegeben? Was hab ich denn? Ich kann ja, bisher hat er wirklich nichts gemacht. Er hat doch vorher nur von mir drei rote gekriegt. Ja, genau. Du bist genauso raus. Ja, aber ich bin sofort Präsi nochmal. Ich kann mich redeemen. Du bist gar nichts, Peter. Jetzt muss ich in der gleichen Reihenfolge zurücklegen. Ist eigentlich egal, weil immer drei Karten gezogen werden. Ich weiß nicht, soll ich da. Warte mal, soll ich da. Das kannst ich du entscheiden. Dat, ich sag das, wenn wir die Präsidentenwahl durchhaben, was das ist. Oh, ich sag das doch vorher. Dat ist warum denn vorher? Nein, weil es wichtig ist. Ist das nicht interessant? Ich muss das doch gerne. Ich würde das doch gerne wissen. Weil er lügen muss. Wieso muss ich lügen? Hä? Muss ich lügen? Peter sucht sich jetzt erstmal einen Sportsfreund aus. Wie warte mal, warte mal, warte mal. Lass uns mal, mal kurz drüber nachdenken. Ja, was das ist nicht eure Taktik. Okay. Was wäre das Smarteste? Genau, lass mal kurz darüber nachdenken. Liberaler sagt weil es ist ja schon durchaus interessant zu wissen, was ich halt weiß. Ja, es ist interessant zu wissen, was drunter ist. Es ist aber auch interessant zu wissen, was ich, also dass ich der Einzige bin, der weiß, was ist. Und ich kann ja sehen, wie ihr agiert, oder nicht? Ja, aber ja, das macht ja nur als Fascho Sinn. Das Spiel zu aber es ist wieder die Sache, das verstehe ich noch nicht. Alle nicht wissen, ob er die Wahrheit sagt. Ne? Das ist wieder die Sache. Ja, gut, aber welchen Nährwert hat die Info nachher? Doch, derjenige, der Präsident ist, weiß nachher auf jeden Fall, dass Jay lügt. Oder nicht. Also, genau. Also als Liberaler hast du ja gar keinen Grund zu lügen. Auch wenn er jetzt sagen würde, alle drei Karten sind jetzt rot. Oder nein, wenn er Fascho ist, würde er sagen, das eine blaue und zwei rote. Dann wählen sich zwei Leute und legen rot. Und genau. Weil es ja nicht anders geht, weil vielleicht drei rote drin sind, dann würde man ja ausgehen, dass beide Faschos sich gegenseitig gewählt haben, weil beide ja gelogen haben müssen. Boah, das wäre ja Quatsch. Er kann nicht lügen als Liberaler. Hohes Risiko. Eigentlich macht das keinen Sinn. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, als Liberaler zu lügen. Nein, ja, also er. Aber ich will auch einfach nur wissen, wie jetzt gespielt wird. Ja, verstehe. Also wenn er jetzt wenn er weiß, da ist eine blaue drin und die liegt am Ende nicht, dann weiß Jay, da ist jemand verschwunden. Ja, aber jeder, der jetzt Präsi wird, weiß doch, dass Jay das weiß. Naja, genau. Oder ist halt schon so weit, dass man halt im Zweifel die vierte blaue nicht legen will. Eben, der Präsident weiß es doch auch. Oder weil er schießen will.
Aber warum sollte man dann dir glauben und nicht dem Prisi? Dann machst du erst im Nachhinein, sagst du, nee, das war nicht so. Dann glaubt dir keiner. Ja. Und dann tötet der dich einfach. Das ist genau so ein Quatsch. Und dann tötet der dich einfach und dann kannst du nicht mal mehr argumentieren, Jonathan. Also macht es vorher sagen, also macht es Sinn. Ja, okay, ist ja auch kein Problem. Also, das kann ich auch gerne machen, wenn da alle für sind. Ich bin dafür. Schieb rüber da. Ich bin auch dafür. Ich bin unentschieden. Okay. Ich sag mal so, der nächste Präsident wird schießen. Oh, scheiße. Oh, shit. So viel kann ich sagen. Okay, wir sollten definitiv nicht Peter dazu nehmen. Das heißt, wir hatten jetzt zweimal hintereinander drei rote. Peter, das kann ja kaum sein. Peter, würdest du auf mich schießen? Würdest du auf mich schießen? Das kann doch nichts sein. Bei 10 Karten, 3 blaue. Okay, auch auf meine Stimme. Und, also, ich weiß, Peter argumentiert sehr liberal, aber er hat halt Pech, dass er halt auch eine rote gelegt hat. Deswegen ich nicht möchte, dass er schießt. Wer wäre denn der Beste? Außerdem ist jetzt die wirkliche Wahl. Dalu fände ich okay als Präsident. Dalu fände ich auch okay. Aber wir müssen auch. Nee, will ich nicht, weil wenn ich Präsi bin, dann könnte ich Hitler wählen. Ich will lieber gewählt werden. Ja, das genau, wir haben das Hitler-Problem jetzt. Das ist jetzt engaged. Ja, Moment, dann nimm doch Peter als Kanzler. Der würde als Hitler nicht so spielen am Anfang. Nee, dann darf der ja schießen. Nee, als Kanzler darf Peter nicht schießen. Ja, aber Moment, also wir müssen ja trotzdem dann schon mehr Sachen durchsprechen, unabhängig davon, ob wir dann jetzt, wen erschießen wir? Ja, das kommt doch erst später. Ja, nee, das kommt ja nicht. Das würde ich, glaube ich, rausgucken, wenn die drei Roten da sind, aber klar, die Ja, wenn da jetzt keine drei Roten drunter sind, erschießen wir Jay. Peter hat eine Rote gelegt und Mikkel hat eine Rote gelegt. Ja. Peter kann da nichts für, das heißt Mikkel oder mich aus eurer Sicht. Wieso kann ich da nichts für? Weil du halt in der ersten Runde die gezogen hast. Also natürlich kannst du was dafür, aber ich hätte jetzt mal ehrlich gesagt, dass es nicht so ist. Also ich bin da ganz bei dir. Ich konnte da nichts für, aber ich hatte jetzt einfach nur... Ja, okay. Ich denke, dass wir einen sehr liberalen Hitler hier am Tisch haben und ich denke... Wenn wir einen liberalen... Also wenn Dalu wirklich Präsident werden sollte, würde ich wieder sagen, the winner takes it all, Dalu. Er schießt Mikkel, Sepp oder mich. Dann hast du eine ein Drittel Chance, Hitler zu treffen. Ja. Also ich habe ja schon, ich habe schon wen im Ziel, aber unabhängig davon, was machen wir denn jetzt? Weil wir kriegen jetzt eine rote und kriegen danach safe eine blaue. Sofern keiner gelogen hat. Aber da wird gelogen gemischt worden sein, jetzt mal ganz ehrlich. Ja, aber dann muss Jay gelogen haben. Dann wenn du nämlich Jay die Karten zurückdrehst, muss Jay gelogen haben. Kann doch auch Mikkel gelogen haben. Mikkel war in der Runde davor. Ja, aber da Mikkels sind aber noch nicht reingemischt worden. Also hundertprozentig ist das ja sowieso nicht, weil sobald da wieder zwei Karten liegen, wo auch die blaue drin sein. Aber da werden ja nicht zwei Karten liegen, da liegt nur eine. Wir ziehen 3-3, ja, da liegt da eine. Und es sind ja, zwei blaue. Hier noch irgendwie zwei blaue liegen oder so. Aber, das heißt, auch Mikkel kann gelogen haben. Also die nächsten drei sind ja rot. Aber warum sollte ich dann gelogen haben, wenn danach zwei blaue auch rot ist? Außer beide haben gelogen, die zu dem das Zeitpunkt dran waren. Das verstehe ich nicht, Dalu. Kannst du mir das kurz erklären? Du weißt das ja vorher nicht, Jonathan. Naja, wenn jetzt, also da sind jetzt ja drei rote. Drei rote, ja. So, und danach müsste eine blaue mindestens drin sein. Genau, ja. Vier blaue drin. So, aber wenn, Dalu hat gerade gesagt, wenn dann eine rote gelegt wird, hat Jay auf jeden Fall gelogen. Warum sollte dann nicht der Letzte gelogen haben? Wer ist der Letzte? Ja, der Präsident halt ist, nachdem wir jetzt gleich die drei gelegt haben. Warum sollte ich denn gelogen haben? Wenn jetzt als ob Peter jetzt das durchkriegt. Ja, aber wenn Peter das nicht durchkriegt, verwasten wir eine komplette Runde. Einer muss ja wählen. Ja, finde ich doch dich und Christian besser als Peter. Nee. Ich wer ist denn überhaupt noch hier Kanzler kein Wählen? Nee. Ich will hier nicht Christian Hitler hat wählen. Blau gelegt, du hast blau gelegt. Ja, ich bin auch safe als Kanzler. Du willst Problem nicht Hitler ist die wählen, wenn du Hitler bist? Nee. Ja, genau. Oder deswegen, warum? Wenn ich Hitler wäre, hätte ich kein Problem damit, irgendwen zu wählen. Oder ja, das wäre dann wirklich egal. Habt ihr denn eine Theorie? Aber das kann ja gesagt sein. Aber warum, warum willst du nicht Hitler wählen? Das Dalu? Verstehe ich nicht. Also, und dann verlierst als das. Liberaler, wenn du Hitler wählst. Ja, okay, das ist halt natürlich wie so ein Schlag ins Gesicht, aber das ist halt das Spiel, so, das verstehe ich nicht. Dalu, wenn du, also dein Punkt ist auf jeden Fall sehr valide, du hast halt nur das Problem, wenn Peter der Fascho ist, kennt er auch den Hitler und kennt er auch alle Liberalen. Also wird er safe Liberalen töten, wenn Peter Fascho ist. Eben, also. Aber wen soll ich denn töten, wenn wir keinen wissen, wer. Ja, dann hast du immerhin noch eine 50-50. Ja, dann hast du aber immerhin eine 50-50-Chance und nicht eine 100% Chance, dass ein Liberaler stirbt. Weißt oder du? Wir lassen Peter einfach nehmen. Wir stimmen einfach ab, wenn Peter erschießt. Du willst einfach nur abgeben, dass du schießen musst. Ja genau. Ich will einfach nur, dass Dalu der Präsident wird, auf jeden Fall. Ach, Mann, ey, dann ist weg.
Oder wir machen, das nur so, weil du nicht schuld sein wirst am Ende. Du musst die Verantwortung auch mal annehmen. 20% ihr könnt auch zweimal bei Fall treffen. Ihr könnt auch zweimal bei springen. Ich genau. Schieße gerne. Wir geben Christian den Präsidenten. Ja, da ich kein gehen, aber das macht halt überhaupt keinen ja, Sinn, dann lass mich nicht das als machen, Präsident zu machen. Ja, dann ich werde die Runde das droppen. Macht gar keinen Sinn. Das ist die falsche Herangehensweise. 20%, ich werde sie 100%. Ja, aber treffen. Das ist doch egal. Das ist besser, als wenn Peter, falls er Fascho ist, immer falls. Bin. Er tötet dann 100% liberal. Aber ich will halt, ich hab die gleiche Perspektive wie Dalu. Ich will auch nicht den Hitler wählen. Also von daher soll er das schön Dalu machen. Dalu kann halt auch ein Fascho sein, ne? Ja, also, ach. Jeder kann ein Fascho sein. Also dann würde ich die Wahl ja ich würd, sieben gern annehmen, ich glaube jetzt nicht, Präsident dass zu sein. Fascho ist. Ich würde einfach, einfach den Christian-Vorschlag machen. Christian als Präsidenten nehmen. Ich hätte lieber das, die beste. Weil ihr euch die ganze Zeit gegenseitig nein, gewählt habt? Nein, weil einfach das die ganze Zeit nicht ich zur Diskussion ja nicht gegen steht. Reden. Die besten also, Führer sind die, die eigentlich gar nicht sein wollen. Genau. Und auch die. Und das ist Dalu, nicht Christian. Dalu. Christian ja, können wir auch machen. Ich bin die ganze Zeit nur noch am Kanzleramt überlegen. Genau, das ist für mich auch die interessantere Frage. Wer ist naja, überhaupt du Kanzler? Halt Präsident ist mir völlig egal. Aber der andere darf schießen. Mikkel, das ist mir auch wichtig. Chris und Dalu aktuell wählen. Also Peter zumindest. Und dann wandert das halt dementsprechend. Wenn Dalu Präsident ist, kannst du ja weder Sepp noch mich nehmen. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, also ich glaub, dass man gerade Sepp und mich nicht nehmen kann. Peter und Jane nicht Hitler. Hallo? Hitler. Weißt du, er hat gerade gemerkt, ich glaube, er hat gesagt, nicht Hitler sind. Er hat sich gerade verraten, so. Sorry, ja. Wenn er einfach den Satz. Ja, genau. Deswegen, also ich hätte tatsächlich ganz gerne die Kombo, der Dalu Prezi ist und Peter Kanzler. Das geht nicht. Da kann ich dir zumindest sagen, Dalu, dass du damit nicht Hitler wählen würdest, sondern die Liberalen. Warum willst du das haben? Glaub dir nie in dem Dalu, meinst du, Peter würde als allerersten Move direkt eine blaue verspielen? Ja, wobei, also, dann kannst du... Also ich habe an dem Tisch... Als Hitler. Ist natürlich immer free, ne? Pass auf, ich habe an dem Tisch einen, wo ich mir sicher bin, dass er Fascho ist. Ob Fascho oder Hitler, weiß ich nicht. Dann gibt es noch Jay, der so spielt, als wenn er Fascho und Hitler ist. Ja, aber das... Bitte was? Das wäre ein komischer Hitler. Willst du mit uns teilen, wer der Fascho ist? Nee, solange... Wenn ich ja Präsi bin und ich ja, dann schießen gerne mal ich das dann danach erst, nicht, dass da eine Diskussion entsteht. Also nicht nach dem Schießen, sondern vor dem Schießen. Peter, sieht schlecht für dich aus. Die Person Peter. Soll sich nicht verteidigen dürfen. Nein, vor dem Schießen natürlich, nicht nach dem Schießen. Also wenn du nicht, also ich muss ehrlich sagen, wenn du nicht irgendwie verraten willst, wen du dann als also ich häng mich immer noch und dann dementsprechend erschießt, finde ich, nein. Sollten wir dich nicht ja, als aber das hat er ja nicht nein, das, hat er, das will ich eben nicht. Ich will die Diskussion mache ich ja, bevor ich schießen sollte. Aber jetzt, ich hänge mich leider immer noch die ganze Zeit an einem Satz auf, der in der Runde gefallen ist. Oh Gott, Sebastian? Das ist wieder einer aus dein Ernst? Du schießt Sebastian nicht. Er weil, Präsident mal Christian. Weil ich mich verzählt habe ja, und das dann Scheiß. Korrigiert habe. Jawohl, Dalu, ey. Präsident zu Christian. Dalu ist für mich unglaubwürdig geworden. Ja, das ist ja wohl lächerlich, Dalu. Ist durch. Dalu ich habe drei geschafft. Blaue gezogen in einer Runde. Alles klar. Ja. Und ist natürlich dann... unmöglich. Ja, nee, ja die Wahrscheinlichkeit ist einfach super gering. Ja, stimmt. Deswegen müssen wir das ausschließen. Nein, müssen wir nicht. Aber du hängst dich daran auf, dass ich mich verzählt habe, danach korrigiert habe. Und daran hängst du dich auf. Ich korrigiert, nachdem ich dich drauf angesprochen habe. Ja, ist ja auch richtig. Alter. Aber du machst nie. Ich bin du machst da nie nicht bei Fehler. Dir, Dalu. Du es geht Dalu ist Dalu ist klar. Es geht doch nicht darum, ist dass man keine Dalu. Aus, aber nicht Dalu. Es geht doch nicht daraus. Also selbst der super, nicht. Super blau oder Hitler ist. Ja. Nee, ja stimmt, no Hitler ist ja auch eine der besseren Rollen, oder? Also da müssen wir ja, können wir ja naja. Hä? Aber er sollte halt kein, also selbst ich würde ihn halt Präsident nicht wegen diesem da Satz bin ich der Meinung. So. Ja. Nee, ich habe doch nicht Kanzler. Gesagt, dass ich ihn erschießen würde. Wie kommt ihr darauf? Ja, du doch. Dalu, ey. Der hat zwei blaue gelegt. Ja, okay, stimmt, ich gebe jetzt mal hier den, ich gebe den Kanzler, gebe ich mal Mikkel und bitte alle nein. Oh, da will ich ja. Oh, da will ich euch. Oh, will ich auch. Ja, aber jetzt auch ja machen. Also, finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ich finde das nee, ist gar nicht das so schlimm. Jetzt hier unter in diesem Pimmel. Also, wenn wir jetzt das papiermäßig so sehen, finde ich das echt nicht schlecht. Peter, möchtest du diese Wahl annehmen? Nein. Ja, Mikkel nimmt sie an. Peter hat ja nichts zu sagen. Ich muss die Wahl annehmen. Ich will ja nicht den Hitler wählen. Das ist Sepps Hand. Ich dachte, das wäre ein Fleck auf meinem Bildschirm. Ich habe gerade an Sepps Hand gewischt. Oh mein What the fuck? Peter, wen möchtest du denn, dass der Kanzler Präsident wird? Christian.
Alter! Du möchtest, dass Dalus wird, nachdem gerade das passiert ist? Das macht ihn doch nicht zum Faschen. Er will dich umschießen. Aber er will mich töten. Er will den zwei Blaue gelegt hat und sich einmal verzählt hat. Und ihr beide seid gerade so hysterisch Furien hier am Tisch. Fick dich, Peter. Ja, Glückwunsch, Peter. Chris verwirrt mein Nein. Ja, echt. Also ich habe immer noch nicht gesagt, dass ich Sepp töten will. Ja, oh, Dalu, nach dem Ding auf jeden Fall. Aber das ist so ein klassischer Dalu, auch wenn der liberal ist, dass der sich eben an solchen dummen Sätzen aufhängt. Nein, ja, das ist wichtig. Also, du musst dich an Fehlern aufhängen. Aber das ist ein klassischer Sepp gewesen, das hat nichts damit zu tun, dass der Fascho ist, sondern der hat sich halt verrechnet. Also, du würdest dich auch nicht verzählen bei den Karten. Du kannst dich doch verzählen, du kannst auch Fehler machen, aber dann in Anführungsstrichen die Konsequenz dafür zu tragen, ist jetzt nicht das Schlimmste, was es gibt. Ja doch, wenn ich liberal bin und ihr dann liberal weniger am Tisch habt, ist doch einfach ein dummer Fehler passiert. Ist halt dann Pech. Wir könnten auch eine andere. Ja. Wie? Nee, das ist ein Scheißvorschlag. Ich sag nicht. Sonst bin ich nachher wieder böse. Das ist fast zu Ende. Also nee, ich möchte ich bin das sehr gewinnen. Gespannt. Wir haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Gerade. Entweder ist Peter jetzt Hitler und hat halt den Free Move am Anfang gemacht. Ich werde auf jeden Fall ja stimmen. Ich bin liberal. Oder wir haben den liberalen Hitler und aus meiner Sicht kann er dann nur Sepp oder Mikkel sein. Ja, aus meiner Sicht. Ja, das sehe ich halt auch. Chris. Verstehe ich. Sepp, ja, Chris oder Sepp. Ja, deswegen, ja. Jeder, der für mich Peter oder Jay wählt, bekommt meine Stimme so. Das ist gerade. Nein. Also, ich bin auch für ja, weil Dalu meiner Meinung nach liberal ist. Danke, Peter. Dalu möchte Sepp erschießen. Da bin Nein, ich. Ja, Dalu ist auch liberal, aber er hängt sich an was auf, ja, was halt einfach dumm ist. Werden wir ihn davon überzeugen, dass er dich nicht erschießen überzeugen, soll. Weil ich Sepp erschießen ihn zuerst. Das ist halt das Problem, Dalu lässt halt nicht mit sich reden. Aber das ist. Doch, das ist ja voll. Nein, er hat doch gerade gesagt, er schießt mich auf jeden Fall. Jetzt würde ich Sepp auch erschießen. Hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, er will dich nicht erschießen. Das okay, dann kam das einfach nicht bei mir an. Ich werde dir doch beschissen. Ja, okay. Dann kam das bei mir nicht an, weil alle gleichzeitig geredet haben. Ich hab's doch 8-mal gesagt. Tut mir leid. Wenn wir darüber reden können, bin ich dafür. Du bist Hitler? Nicht Hitler. Kriegst du so eine Karte. Und ich wünsche mir einfach, dass jetzt eine blaue dabei ist. Oh, diese Karte. Ja, das geht ja nicht. Schön. Jay hat doch schon das angekündigt, Mann. Ja, wer weiß, vielleicht wollte Jay einfach die Welt brennen sehen. Ja, genau, ich wollte die Welt brennen. War das eigentlich auch zwei blaue Move gewesen. Ja, deshalb. Das wäre also eine Option. Das wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja, schade. Wenn da jetzt ein Blau drunter gewesen wäre, wärst du tot. Ja. Warum wäre ich denn? Weil du gehofft hättest, dass ein Fascho-Präsi ist und die blaue weglegt. Damit das wieder stimmt. Ja, dann hätte ich ja nicht gesagt, ich will auf jeden Fall nicht, dass ihr. Doch, dann hätte ich ja gesagt, ich will, dass ihr nicht gewählt werdet. Ja, ja, okay. Muss ja sagen, jetzt würde ich ungern mit Dalu tauschen wollen. Ne? Ja, also Dalu dann jetzt mal. Ich mach das ja, wie ich das geplant hatte. Ich wollte das selber Ja, sehr gut. Jetzt lass mal ernsthaft darüber Also, Peter sprechen. Macht halt gar keinen Sinn, weil der die Karte hat. Egal, was für eine Rolle der ist. Egal, ob der Fascho ist oder nicht. Den kannst du halt als Kanzler wählen, ohne Hitler zu treffen. Und ihn dann irgendwann enttarnen, falls er mal eine blaue weglegt. Falls er muss, genau. Wenn du selber nicht Hitler bist, dann würde ich mittlerweile fast schon behaupten, hast du bei mir, Mikkel und Sepp eine große Chance, Hitler zu treffen, aber auch eine genauso große Chance, einen Liberalen zu treffen. Moment, bin ich liberal? Aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht bist du auf jeden Fall nicht Hitler. Also ich bin alles? Jay kann wirklich nur alles sagen. Er ist kein Hitler. Also, Hitler für mich. Gut. Ich hab doch schon eine rote gelegt. Wieso bin ich? Hä? Ja, gut, aber du hast ja auch. So raus? Also, Jay ist der Fascho selbst dahinter. Das ist mein Bauchgefühl. Heißt nichts. Ja, nicht, dass ich es jetzt hier mache. Das ist nur das, was Dalu. Ich denke. Dalu. Ich hab vorhin gedacht, Christian hätte auch zwei blaue gezogen. Und deshalb habe ich mich verzählt. Ja, das und kann dann, ja sein. Weil ich wollte als Liberaler, wollte ich einfach nur wissen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit beim nächsten Zug ist, wie viel Blaue da noch drin sind. Weil das ist ja sehr relevant, damit du weißt, ungefähr abschätzen kannst, wenn beim nächsten Mal eine Rote kommt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist. Warum hast du mir zwei Blaue gegeben und mich die Wahl gelassen? Weil ich unbedingt eine Blaue haben wollte. Oder weil drei Blaue drunter waren. Ah. Okay, also wenn ich dir jetzt eine Blaue und eine Rote gegeben hätte, könntest du auch sagen, ja, oder weil du eine blaue weggelegt hast. Ja, aber möchtest du Hitler oder möchtest du einen Fascho erschießen? Ich will Hitler erschießen, weil ich glaube, wir müssen Dann erschieß Christian oder Sepp. Auf einmal bist du doch dafür, dass ich Sepp erschieß? Ja, warte, wenn du Hitler erschießt. Ich shoote nicht mehr gegen Sepp, er schießt jetzt, Sepp. Naja, also Mikkel hat eine rote gelegt,
Jonathan hat eine rote gelegt. Ja. Und ich habe auch eine rote gelegt. Peter hat eine rote aber gelegt. Aber teilweise als kannst du doch gar nichts. Also, ich meine, ich wollte gerade sagen, plötzlich ist es ein Achievement, eine rote gelegt zu haben, weißt du? Nein, das ist nicht. Aber ich finde, dass ihr halt super liberal gespielt habt. Wie spielen wir unsere Hitlers? Ja, aber wenn du drei rote ziehst, dann kannst du auch nichts dagegen machen, oder? Also das ist aber, finde ich, jetzt das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Ich hoffe, ihr wisst, dass dieses Spiel viele Faktoren hat, wo die anderen keine Mitsprachemöglichkeit haben, ja, weil einfach nur zum Beispiel beim Erschießen. Ja, oder halt auch Sachen, ich wollte doch nur, ich wollte nur meinen, also du kannst es nicht. Ja, dann ich wollte nur mein Knowledge droppen, was ich so sehe. Mehr sage ich da jetzt vielleicht nicht. Also mein Problem ist halt so, ich sehe, warum man einen Hitler erschießen will, weil dadurch, weil durch Hitler kannst du halt von jetzt auf gleich das Spiel verlieren. Aber ich finde es halt auch kacke, weil dadurch gleichzeitig die Chance erhöht wird, einen Liberalen zu treffen. Ja, aber wer ist denn safe das, Fascho? Wenn das, du ja, genau, das wäre jetzt meine Frage. Wenn du jetzt wüsstest, wenn du jetzt denken würdest, okay, die Person ist ziemlich sicher Fascho, wäre das vielleicht eine bessere Wahl als Hitler. Aber wenn du so jemanden nicht hast, ja, ist halt echt scheiße dann für dich, ne? Ist dumm gelaufen. Gut, dass du die Wahl hast. Das Problem ist, ich habe halt auch immer noch so keine Zweierkonstellation gefunden, weißt du, so wo irgendwie dem Hitler da so einer zuspielt. Das ist echt ein Problem. Ja. Ich glaub, ich ja bisher Mikkel spielt keiner irgendwem zu. Ich würde Sepp erschießen. Das Problem ist, Nein, ich würde ernsthaft Sepp erschießen. Okay, das ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Sepp ist auf jeden Fall nicht Fascho. Oh, warte mal. Also, warum jetzt haben schon Mikkel und Jay gesagt, Sepp erschießen. Das gefällt mir. Ja, warum und dann. Ja, genau. Hey, ich habe doch nur gesagt, aus Hitlers Sicht. Ja. Aber genauso auch Christian. Also, und ich aber aus Faschos Sicht würde ich Sepp auf jeden Fall nicht. Ich kann verstehen, dass Sepp, Dalu da irgendwie misstrauisch geworden ist. Wenn Dalu einen Fascho nehmen will, dann hätte ich halt gesagt, logischerweise dich oder Mikkel. Dalu, ich hätte jetzt gesagt, er schießt nicht Peter, weil er hatte Zeichen da liegen, dass ja, also da ist. Peter aber, ja, Moment. Aber ich glaube, er ist Fascho. Und jetzt ist er auf jeden Fall so, ey, nee, er schießt bloß nicht Sepp, weil ich glaube, dann tötest du Hitler. Ja. Nee, ist nicht richtig, Christian. Ich bin nicht frei. Ich gehe Bauchgefühl immer noch mit Jay und Sepp. Dalu. Also, wenn wir mal statistisch da rangehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich drei blaue ziehe, wenn noch vier blaue in einem Stapel... Sepp, verteidige dich nicht über dieses komische Hirn von Dalu, Alter. Ja, keine, also ich versuche halt logische Argumente zu bringen. Ja, ich weiß, er hat den Trigger gerade und sitzt mit der Knarre vor dir, aber Alter, das kannst du nicht verteidigen. Also wenn Dalu dich erschießt... Jetzt ist das schon und falsch, du am Ende zwei liberal blaue zu bist, legen. Dann hat er einfach das Spiel verloren. Und dann nee, finde ich nicht. Warum man mir die Wahl gibt. Also das verstehe ich jetzt aber auch nicht hier. Dann hat er das Spiel verloren. Naja, wenn er halt sagt, wenn er sich auffängt auf den Versprecher, den nein, nicht nur der Versprecher, auch, dass er mir keine Wahl gegeben hat. Ja, dass ich eine blaue haben wollte, Dalu, ja, Mann, ey. Die hättest du auch so easy bekommen. Nee, aber ja, man muss sich doch. Das habe ich aber auch schon gemacht, diesen liberalen Move, und da wurde mir das auch zum Verhängnis. Ich glaube, es war auch Dalu. Ja, ich werde nie wieder zwei blaue irgendwem geben. Ja, dann mache ich lieber eine blaue weg und sag einfach, ich habe eine rote abgelegt, ich habe leider nur eine blaue abgezogen. Nee, aber wenn du schon eine Kombo von zwei Moves hast, ja, ich hätte genauso gut gesagt, am Anfang hat Peter der Fascho sein Hitler, Jay, als ersten Move direkt genommen, um da machen zu können, was die wollen. Also ist Peter hier Fascho und das ist aber sehr lang. Ich weiß doch überhaupt nicht. Der ist der letzte dran gewesen. Das hatten wir aber in der letzten Runde exakt genau. Aber ich weiß doch überhaupt nicht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja noch geringer. Aber ich kann doch da keine blaue weggelegt haben, weil ich doch gar nicht weiß, ob Peter mein Fascho-Kollege ist. Das ist jedes Mal dasselbe. Das macht dir überhaupt keinen Sinn, Christian. Doch, das macht Sinn. Nein. Letztes Mal war das exakt genauso. Ach so. Okay. Und weil du vielleicht letzte Runde Hitler warst, bist du es jetzt auch wieder? Also Jay ist immer zu aggressiv. Das macht er auch. Das verstehe ich halt nicht. Ja, wie viele Aktionen braucht es denn, um dich entscheiden zu können? Also so 5, 6? Um mich entscheiden zu können? Nicht dich, Dalu, oder? Also damit man sich entscheiden kann. Das ist ja das Problem an Spiel. Hier hat keiner und schreibt hier, ich bin Hitler. Es geht immer um Bauchgefühl. Und eben. Ja. Also ich schreibe ja nicht hier einen Kasten hin und schreibe, oh, ich bin Hitler, weißt du, so, erschieß mich mal. Sondern du brauchst immer so 2-3 Aktionen so, und die legt doch jeder für sich selber fest. Genau, jeder hat auch ein anderes Gewicht da drauf. Auf jeden Fall, aber ich kann doch nicht in der ersten Runde als Hitler wissen, dass Peter mein Fascho-Kollege ist. Also das Argument macht überhaupt keinen Sinn. Nee, aber ich hätte doch wissen können, dass du mein Hitler bist. Ja, genau, aber dann legst du mir doch nicht eine blaue zur Wahl. Ja doch, klar.
Aber du hast nein, weil ich doch nicht, nein. Ich weiß doch nicht, ob Christian, wenn ich, pass auf, wenn Peter mir die blaue zur Wahl oder eine rote zur Wahl gelegt hätte, ja, und ich die rote gelegt hätte, dann wäre ich doch safe Fascho für Peter, ja, und wenn Peter liberal ist, bin ich doch gefickt. Ja. Das ist ja das Dümmste, was man machen könnte. Das ist richtig. Das Einzige ist, Peter könnte Hitler sein und ich bin der Fascho-Kollege und hat so agiert. Und damit haben wir uns confirmed. Okay. Ja, aber so haben wir nicht gespielt. Aber dann wüsstest damit, du ja trotzdem stimmt. nicht, dass ich Hitler bin. Also du doch, klar ja weißt ja, dass du Hitler bist. Natürlich ja, stimmt. Ich, aber das kann ja nicht lucky, sein, weil du bist ja nur Hitler. Lucky, ja, nee, du bist ja nur Hitler. Das heißt, diese Konstellation ja. funktioniert halt gar nicht. Damit hat Jay das nochmal richtig gut zusammengefasst, Dalu. Er schießt Sepp. Ja. What? Okay, lass mal kurz überlegen. Christian, Mikkel und Jay haben jetzt schon gesagt, Sepp vielleicht. Genauso wie Dalu, der auch schon gesagt hat, Sepp vielleicht. Doch, Jay, du hast gesagt, aus ja. Perspektive ja. von Dalu soll das oder Christian oder Sepp aus Hitler-Perspektive. Ja. Wenn der Hitler dann heißt, du hast 50-50 Sepp und Chris geworfen zum Erschießen. 50-50 Sepp und Chris, weil ja. die zwei blaue gelegt haben. Ich kann das auch genau. verstehen. Dann also heißt, vier Leute an diesem Tisch haben jetzt schon Sepps Namen in den Raum geworfen zum Peter Erschießen. Forster. Aber dadurch, dass Peter nicht dazu zählt, es aber so zusammenfasst, als wenn es eine gute Lösung ist, wären es fünf. Ja, und Peter hat auch noch bei mir hingeschrieben, ich bin Hitler. Also. Nein, pass auf, Dalu, pass auf. Meine Aussage ist jetzt, ich weiß, dass ich liberal bin. Das heißt, das kann nicht sein. Du hast natürlich okay, er schießt doch, Mikkel. Nein, bitte nicht. Also, Mikkel wäre das statistische... Nein, bitte nicht. Die statistische Wahrscheinlichkeit, Fascho zu sein, ja. Wir haben natürlich noch Peter, der auch Fascho sein kann. Naja, wahrscheinlicher Fascho. Also nach den Fakten ist es wahrscheinlicher Fascho, ich oder Peter. Als Mikkel. Also es kann Mikkel, halt ich, nur sein, eine rote gelegt es gibt hat nur zwei und Faschos. Und, zwei. Und es kann nicht sein, dass dann fünf Leute am Tisch für einen sind. Weil eigentlich war es mir egal, ob Sepp erschossen wird oder nicht. Ich habe die Argumente auch verstanden. Aber dadurch, dass jeder auf einmal Sepp cool findet, kann Jay, das nicht sein. Jay ist aber auch hart gegen mich. Also das würde ich selber tun, ich finde es halt lächerlich. Ich bin nicht hart gegen dich, ich finde es halt dumm, dass du dich halt an Selbstversprecher. Nicht nur an dem Versprecher, auch dass ich zwei blaue bekomme, aber ich darf doch wohl Aktionen. Ja, und das fand ich halt auch dumm, weil das genau mich letztes Mal auch kaputt gemacht hat, obwohl ich halt komplett liberal war und das genauso gespielt habe wie Sebastian. Ja, aber das regt mich halt auch auf. Das hat mir, ihr habt mir letztes Mal das Spiel dadurch da kaputt gemacht. Aber es können doch in jeder Runde zwei Leute gleich spielen und der eine ist Fascho, der andere ist liberal. Also das funktioniert halt so. Das ist ja das Spiel. Peter, sind ja, deswegen aber alle doch, dafür, weil Hitler gerade am Abzug sitzt und du der Faschist bist. Ah. Ich finde das halt vollkommen... Aber dann wäre ich ja cool damit, wenn es glaube ich nicht, wird. Genau, dann wird Peter einfach sagen... Ja, bist du ja auch passiv. Nee, er hat ja, nee, aber dadurch, ich habe ja gerade gesagt, man sollte das nicht tun, weil zu viele Leute dafür sind. Genau, das okay, das aber lassen nicht. Wir diesen Fakt einfach mal weg. Das, was ich denke, lassen wir weg. Warum sollte ich Christian erschießen? Warum sollte ich Mikkel erschießen? Ich warum Hitler sollte ich Jay erschießen? Ja, okay, aber dann habe ich ja wieder 25% auf irgendeinen zu schießen. Deshalb wollte ja auch keiner Präsident werden, ja, genau, weil aktuell ist es... Also ich selber, wenn ich Präsident wäre und ich müsste schießen, wüsste ich auch nicht, wen ich erschieße. Weil Peter würde ich gerne erschießen, aber er ist immerhin nicht Hitler, was es eigentlich ganz okay macht, erstmal. Das also, ist schon mal ganz okay, dass er nicht Hitler ist. Ja, aber, ja, aber dann kann man ihn wenigstens ne? wählen. Ja, ich verstehe schon, dass man jetzt versucht, Glück zu haben. Also unabhängig, wenn ich meinen Würfel sehe, nicht so gut für Ich habe dich gerade gerettet, Sepp. Ja? Also unabhängig davon, wenn ich mein Bauchgefühl weglasse, kann ich ja nur ohne, es gibt ja keinen Faktor, dass irgendwer wahrscheinlich erfasst ist. Es ist ja so oder so Zufall. Ja, zu einem gewissen Grad immer. Das ist halt so ein bisschen das Problem bei dem Game. Wen würdest du gerne erschießen? Also wen würde ich gerne erschießen? Mikkel, weil er statistisch böse ist, weil ich gut bin. Ja. Jay und Sepp, weil ich glaube, das sind die beiden. Und Christian habe ich gar nichts gegen. Also nichts im Sinne von, also gegen mich glaube ich auch nicht. Ja. Aber wieso denkst du, dass wir beide... Weil du super laut wirst, wenn es knapp wird. So, okay, er schießt Sepp. Ja, mach ich auch. Und, oh mein Gott. What? Ja, das ging schnell. Bist du Hitler? Nein. Also Dalu, das verstehe ich jetzt nicht. Das war keine Dalu smarte Sache. Ja, also ich hätte, also wen ich sonst erschießen sollen? Bevor also ich habe dir gerade erklärt, dass es schon fast egal ist, wen. Hauptsache nicht Sepp. Das ist confirmed. Das habe ich gerade umfangreich erklärt, dass Sepp das nicht sein kann. Und du erschießt ihn trotzdem? Aber Jay kann auch den Protzigen machen. Ja, ja, erschieß ihn. Jetzt, wo alle dafür sind, machst du es ja auch nicht. Ja, und dann machst du es direkt. Ja, weil ich doch immer noch glaube, dass du es bist.
Was? Warum schießt du dann nicht auf mich? Weil ich glaube nicht, dass du Hitler bist. Ich wollte Hitler erschießen, nicht seinen Kollegen. Ja. Und da stand ich wollte das Spiel beenden. Oder nicht zur Wahl. Ja, schade. Ja, Daniel, das ist einfach eine scheiß Situation für dich. Ja, nee, also aber dass du mich da komplett ignoriert hast, verstehe ich null. Ja, weil du immer noch Faschist sein kannst. Ja, und? Aber es ist doch selbst aus Faschoperspektive eine smarte Argumentation. Er kann nicht. Doch, er kann immer noch Fascho sein. Ja, geil. Ja, gut. Also ich finde, so schlimm ist es jetzt nicht, weil es immer vielleicht, noch Zufall ist. Vielleicht haben wir ja den liberalsten Fascho der Welt getroffen. Das ist eben auch, weißt also du. Also den richtigen Fascho. Dir wird sozusagen die Patrone in die Hand gedrückt. Du hast die Rolle, die keiner haben wollte. Da werde ich dich jetzt nicht verklemmen. Mikkel, ey, das ist Das ist aber lieb von Christian voll lieb. Das ist, nee. Also ich wollte so oder wir müssen aber auch noch das Hitler durchstreichen, weil er ist ja nicht Hitler. Ja. Wer war denn jetzt Kanzler? Peter, ne? Ja. Darüber Präsi, ja. Jetzt ist er richtig. Das ist jetzt am Sack. Das ist jetzt richtig hart. Da nehme ich Jay. Also nein. Tut mir leid, Mikkel, aber aus ich Gründen muss ich Jay nehmen. Ja, nee, ist okay. Ich glaube auch, dass er nicht Hitler ist. Ich will nicht Mikkel Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hitler die größte Klappe am Tisch hat. Also, egal, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was er erzählt, aber das kann Christian ich mir nicht vorstellen. Christian ist Hitler. Das ist auch mal eine Theorie, ja. Könnte sein. Könnte sein. Ja, also Dalla, könnte ja ne, wirklich sein. Also, ich sage ja auch, Mikkel könnte auch noch Hitler sein. Dalu könnte genauso. Es theoretisch auch noch Wer sein. Wer ist denn Dalus Freund jetzt? Eigentlich müsste. Ich glaube, Dalu und Chris sind's. Dann hätte ich nicht Peter gewählt. Genau. Dann hätte ich einfach Chris gewählt. Dann hättest du den Gegenwind bekommen mit zweifacher Macht. Ach! Ach Im so, Leben nicht. Dass ihr zweimal hintereinander seid. Das hatten wir in dem Run auch schon im Mittelfeld. Ich habe auch eben Sepp genommen, das war cool. Wollte gerade sagen, ja. Also ist Peter dein Faschokollege oder was? Und du Hitler? Ja, verschreib dich halt darauf. Sein. Dalu ist für mich jetzt der Böse nach der Aktion, also. Ja, ja. Offensichtlich. Ich weiß nicht. Offensichtlich, ja. Was kann denn eigentlich noch passieren? Guck mal, 4 schöne Karten. Das heißt, ich ziehe jetzt 2. Und die letzte wird wieder reingemischt. Also jetzt hast du ja... Du hast gar nichts. Christian, wenn du machen. Nicht Hitler bist, ja, okay. Ist es 50-50 jetzt. Dann das Ding geht übrigens wieder zurück, oder? Ja, es ist eine Wahl zustande gekommen. Ja. Ja, soll ich jetzt Christian weniger vertrauen als jemand anderen? Kannst du überlegen, danach ist Mikkel Präsident. Und ja, der nimmt dann mein Denken ist gerade immer Hauptsache Hitler. Also Moment, dann, Jonathan, das heißt, danach ist Mikkel Präsident und der hat zur Auswahl als Kanzler dich oder mich. Ja, und danach wäre Jay Präsident und der hat Chris oder Mikkel. Also wir spielen ja, immer 50, also wir spielen 50. Halt, ne, einer von uns ist immer drin. Dalu. Wir zwei, ja doch. Peter. Christian und Jay, die Wahl jetzt gerade. Ist das etwas, was dir gefällt oder nicht? Jay gefällt seitdem ich Präsident war, was ich nicht wollte und einen erschießen musste ohne Info, es gibt nichts. Wir haben keine Info zu Chris, wir haben keine Info zu Mikkel. Ich finde, Jay ist halt nur wieder super laut und aggressiv. Deswegen hatte ich ihn als Fascho abgestempelt. Wow. Du hast nichts, was du machen kannst. Es ist einfach Zufall gerade, was passiert. Ja, aber also du willst ja keinen Fascho. Es ist mir in der Hinsicht komplett egal. Ja. Wie kann dir das komplett egal sein, wenn ich nach deiner Sicht Fascho bin, die Wahl, die weil die du immer habe, mit eine Blaue bist. Wegzulegen? Weil du immer in dem Pult mit drinne bist, wir einen vielleicht toten Liberalen haben, wir hier nicht Hitler haben. Das heißt, Hitler ist immer in dieser Dreierkonstellation vorhanden. Wir haben einen safe-toten Liberalen. Ich glaube, du weißt das schon ziemlich sicher. Ich glaube, dass wir hier einen safe Hitler haben, egal was wir tun. Ja, muss ja. Also ja, in einer in der Konstellation, genau, also sonst hätten wir ja nicht zweimal diese Hitler-Karte da. Genau, also hier ist safe Hitler, aber egal, wie genau, oft Nein wählt oder der sitzt oben rechts, ja. Also das kann ja auch noch dann sein. Wär's oder, auch egal. Oder er ist rot, ja, ja. Genau, aber dann wäre es da nur auch egal, genau. Mhm. Ja, ja. Welches Fakt. Wäre die beste Konstellation? Genau, also die... Du kannst es muss kaum eine Wahl ändern. Zustande kommen. Also genau. Wir müssen mindestens 2 Leute als Nicht-Hitler konfirmen, damit wir weiterkommen können. Genau. Vor allem, also, wieso ist denn keiner in einem Zweierteam eigentlich? Du kriegst Peter halt nicht mehr da. Du kriegst Peter nicht mehr in die Wahl rein, weil er das da liegen hat. Das heißt, eine Wahl muss durchkommen, genauso wie bei Dalu. Wobei bei Dalu bin ich mir da auch noch nicht so ganz sicher. Ja. Wir müssen halt noch einen. Ja. Also ja, mein Problem ist gerade, das ist natürlich Dalu hat so. Von meiner Perspektive komplett zerstört. Ich traue euch jetzt allen gar nicht mehr.
So ist es wirklich so. Ich bin unabhängig davon, wie jetzt der Verlauf war, bin ich mit meiner Entscheidung, leider schaden nicht Hitler, immer noch trotzdem zufrieden. Weil er war für mich immer noch der Verdächtigste. Hast du ja vielleicht auch einen Fascho erwischt, das wissen wir ja noch nicht. Also wir müssen bei einem nochmal über die Klippe springen, um rauszufinden, ob der Hitler ist oder nicht. Genau, also ein von uns dreien. Also, oder du machst jetzt halt so oft quasi hier random, bis da die random Karte kommt. Könnte auch gefährlich sein, weil dann. Wer darf denn dann schießen? Keine Ahnung, warte mal. Eins. Ich glaube, dabei darf dann keiner, oder? Dann darf Jay schießen, oder? Darf dann keiner? Dann darf keiner schießen. Ja, aber das willst du. Aber das ist trotzdem Banane. Eine rote vor Ende kommen. Wir brauchen noch eine blaue zusätzlich. Also. Ja, und das heißt, du musst entweder Mikro. Also wir müssen einmal riskieren, jetzt noch nicht. Oder Jay zum Kanzler. Egal in welcher Konstellation. Da kannst du mir gerne erklären, wer von uns drei Kanzler wird. Ich weiß ja, was ich bin. Genau. Also ich bin bei Jay halt immer noch dabei. Kanzler finde ich bei dem nicht so dramatisch. Das wäre schon krass, wenn der Hitler ist. Ja. Also dann, okay, GG. Ich sehe es auch gerade am ehesten, ehrlich gesagt, bei Chris. Und deswegen. Also mich wird wahrscheinlich nie einer zum Kanzler machen, weil ich viel zu liberal gespielt habe und immer liberal Hitler mache. Deswegen kann ich nur Jay als Kanzler wählen. Entweder nehme ich dabei den Präsident oder Mikkel. Und das kannst du dir jetzt aussuchen. Tja, alles Fakt. Ja. Christian ist cool. Ist so. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich habe meine jetzt auch getroffen. Oh. So macht ihr das jetzt? Christian hat eine schöne... Ja, Dalu. Christian hat eine wunderbare... Christian hat eine wunderbare Präsidentschaftsrede gemacht. Ja, der kann auch von mir aus Kanzler werden gleich. Gleich wird der rechte Arm gehoben. Ist das nicht schon. Und es sind alle dafür. Oh. Und? Bitte, nein. Ja, Mikkel, mein geiler Freund. Ja, geil, ich wusste, da bist es doch gewesen. Ja, ich habe auch eine blaue verschwinden lassen an Chris. Also, ich glaube, die hat daher ein bisschen für Furore gesorgt, dass die gefehlt hat. Der arme Sepp, ey. Einfach erschossen worden. Ne, für mich immer noch die beste Entscheidung. Also ich kann zumindest die Hitler Hallo, du hättest der Statistik vertrauen müssen. Hätte dich einfach ohne Begründung. Aber Dalo, wieso hast du mich nur ignoriert? Ich habe dich nicht ignoriert, aber deine Sichtweise spiegelt ja immer theoretisch das mit, was du weißt, was du denkst. So, für mich war immer noch wahrscheinlicher. Aber es war noch mathematisch. Ich habe nur gesagt, wenn 5 Leute dafür sind, kann es nicht sein. Es ist unmöglich, dass er ein Böser ist. Na Moment, es kann doch sein, indem der andere, nehmen wir an, er wäre Hitler, dann würde, um genau deine Argumentation zu unterstützen, der zweite Fascho einfach mitmachen, damit der sagen kann, da sind jetzt ja 5 für, das kann ja nicht sein. Der Fascho würde ihn umfängen. Niemals bei unserem Spiel würde ein Fascho sagen, ja, er schießt meinen Hitler-Kollegen. Also ich bin mir ziemlich sicher, das würde machen. Ja, das würde man machen. Um genau das zu verhindern. Als Jay es dann noch gesagt hat, habe ich gedacht, okay, mache ich. In der Hoffnung, Scheiße, hat nicht geklappt. Ich freue mich, dass er mich zum Kanzler. Das war eine undankbare Wahl. Es tut mir wirklich leid, Sepp, aber ich hatte von Mikkel und Chris... Ich verstehe das, Dalu. Und Jay war für mich Fascho, aber ich dachte nicht, dass er Hitler ist. Ja. Das war auch sehr undankbar. Gut, dass ich da auch nicht gelernt habe mit Erschieß Mikkel oder Sepp zum Beispiel. Da war ich mir nämlich echt nicht so sicher, ob Sepp vielleicht nicht doch mein Kollege ist oder nicht. War ein guter Du hast nur gesagt, erschieß Christian oder Sepp. Ja, weil ich halt, weil es ja rumging da wäre ich halt so, also ich wäre so gewandert. Ich hätte gesagt, für Hitler, ich wusste ja, dass ich Hitler bin, hätte ich gesagt, ja gut, dann Sepp oder Chris, die sind halt liberal, das heißt, die sind liberal, also da sie liberal spielen, sind sie auch liberal. Das heißt, er schießt einen der beiden. Und wäre Fascho gefragt worden, dann hätte ich natürlich gesagt, Mikkel oder Peter. Da hätte ich Mikkel im Zweifel vor die Karren geworfen. Hm, ist auch in Ordnung. Ja. Also anders hätte ich es, glaube ich, nicht machen können. Argumentieren können. Du hast auf jeden Fall aber gut gespielt. Für einen J-Hitler hast du sehr offensiv gespielt. Das war. Für einen J-Hitler, hallo. Wo habe ich denn offensiv gespielt? Ich konnte ja nichts anderes machen. Aber das ist auch aber du hast sehr viel beteiligt. Deswegen dachte ich, du bist Fascho und nicht Hitler. Gemacht. Ich hätte auch gedacht, du bist Fascho und nicht Hitler. Erste Runde war wieder richtig für den Arsch. Oh. Ey, direkt 3 Runden. Ja, aber das ist. Ach so, stimmt. Ich habe übrigens eine blaue verschwinden lassen bei der Präsidentschaftssache. Ah, du auch. Also, okay. Ja, ich habe sie. Die blaue wäre sogar weggemischt worden. Das wäre richtig mies geworden. Alter, wir wären richtig gerumst. Hätten wir vielleicht gar nicht gewinnen können. Also, ja, weil dann wäre die jetzt wieder drin, hätten wieder 3 Runden kommen können. Also, du hättest vielleicht auch einfach ohne Diskussion verloren.
Naja, das war wieder eine Folge Secret Hitler. Ich hoffe, es hat euch auch in der Sechser-Konstellation gefallen. Ich fand es auch cool in der Sechser-Konstellation. Ja, fand ich auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. In der Sechser-Konstellation fand ich auch gut. Hauen Sie rein, bis dann. Tschüss.